Ja, hey ho Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Part von mir. Die Soundqualität ist wieder für den Arsch gewesen, deswegen nehme ich jetzt einfach nochmal so auf und ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das wird das letzte Mal sein, wirklich das allerletzte Mal, dass ich jetzt nochmal so aufnehmen werde. Weil es sich einfach nicht gehört, wenn man ein Let's Play dreht, dass man dann halt einfach nochmal danach, nach dem Video redet. Und generell macht das nicht so ein Feeling, beziehungsweise gibt das nicht so ein Feeling an euch, dass ich das Spiel gerade spiele. Aber wir können es ja ein bisschen einbringen und werden einfach mal schauen. Wir haben jetzt gerade rumgeschaut und werden jetzt direkt mal die Quest annehmen. Here's the story. Afran fucked us good, man. His Morg stole every single gun we had. Lucky for us, Afran's people didn't get too far, though. We heard on the radio that their car got swamped and they're stuck out there, waiting for help. Go there and get our weapons back and I'll tell you how to find Moen. Ja, die Mission besteht einfach nur dadurch, dass wir die Waffenkisten zurückbringen sollen. Wir sollen die halt alle wieder zurückbringen und die Schwierigkeitsgrade war halt schwierig und es war wirklich, ja, es geht eigentlich, es war eigentlich relativ schwer, die ganzen Gegner auszuschalten, aber das seht ihr direkt gleich. Und ja. So. Ja, wie gesagt, ich habe mich auch tierisch gefreut, wo ich wieder Leute gesehen habe, die wieder unter meinen Videos posten, was ja ganz normalerweise ist. Aber für mich ist das halt immer so richtig geil, weil es mich wirklich freut, dass Leute meine Videos schauen, beziehungsweise auch die Videos Ende schauen und wirklich einen Kommentar dann posten. Also ich finde das geil, Mann, weil man dann unten in dem Video dann noch mit denen diskutieren kann und so. Es macht halt richtig Spaß und deshalb macht es auch wieder richtig viel Lust und Laune, halt ein Video aufzunehmen. Ja, ansonsten kann man nicht mehr viel sagen, aber ich hoffe, das wird so weitergehen, beziehungsweise es werden noch mehr solche geilen Zuschauer kommen. Wäre natürlich super schick und ja, mich freut es halt immer. Jetzt müssen wir nämlich hier hochlatschen und darauf hatte ich überhaupt gar keinen Bock, weil ich eigentlich ein Auto gesucht hatte, mit dem wir da hinfahren konnten, aber leider haben wir keins gefunden. Von daher müssen wir unten lang gehen und ich hatte da mega Schiss, dass jetzt gleich wieder eine Zombieherde kommt. Was aber nicht der Fall war. Und ja. So, jetzt müssen wir hier lang gehen. Und gehen mal kurz ins Haus rein. Mal schauen, ob da noch jemand ist. Da lebt keiner. Okay, hier ist keiner. Aber eine Bratpfanne haben wir hier zu liegen. Die wir aber nicht mitnehmen, weil die ziemlich schlecht ist. Und die wir halt nicht wirklich benötigen könnten. Ja. Aber die Aufnahme, die leckt hier gerade ein bisschen. Beziehungsweise in meinem Bearbeitungseditor leckt das gerade ein bisschen. Ja, hier unten war dann halt sehr schwierig. Da waren drei Zombies und die waren wirklich, naja, okay, so schwierig waren die nicht, aber wir haben da schon ein bisschen kämpfen müssen, damit wir die umkriegen, weil die haben wirklich eine Menge an Schaden getankt und haben auch eine Menge an Schaden gemacht, wenn sie dann mal getroffen haben. Ansonsten, hier sieht man halt schon ein sehr gutes Beispiel, dass je weiter man kommt, beziehungsweise je weiter man in diesem Spiel hochkommt, je weiter welche Quest man nimmt und so, werden die Zombies wirklich immer schwieriger und es ist halt auch schon relativ schwer dann gegen die Zombies zu kämpfen und das Schlimme ist ja halt, dass sich die Waffen dann sehr schnell abnutzen werden, ja. Und wie gesagt, es nervt dann halt nach einer Zeit, wenn man halt immer die Waffen neu reparieren muss und es ist halt sehr, sehr geldspielig sozusagen und ihr müsst wirklich eine Menge an Geld ausgeben. Und ja, man sieht ja hier schon, wir haben gegen drei Zombies gekämpft und die Waffe hat schon wieder ein Dreiviertel vom sozusagen Zustand, hat er schon wieder drei Viertel verloren, beziehungsweise hatten noch ein Dreiviertel, meine ich. Und das ist schon sehr heftig wegen drei Zombies. Aber ich finde es generell ein bisschen scheiße mit den Waffen, weil die ja so schnell kaputt gehen, weil normalerweise würden Waffen dann nicht so schnell an Menschen kaputt gehen, weil der Widerstand halt nicht so groß ist wie die Waffe selbst, ja. Ich meine, wir haben da Nägel und so dran, ne? Ja, wir sind jetzt einfach mal hier oben lang gegangen, weil wir nicht unten lang gehen wollten, weil da unten wirklich eine Menge auf uns wartet. Und ja, aber zum Glück haben wir die dann halt alle ausgeschaltet bekommen. Und da unten warten sie natürlich schon. Da hatte ich erstmal Angst. Scheiße, was machen wir jetzt so? Wollten wir erstmal gucken. Ja, da unten steht jemand. Die haben sie gut hingestellt. Wenn du da nämlich, denke ich mal, vorbeigegangen wärst, hätte der so, wäre da um einen rumgesprungen, ja. Jetzt nehmen wir einfach mal hier das Fässchen und werfen es runter, damit wir das vielleicht mal explodieren lassen können. Damit haben wir uns selber geschadet, aber egal, damit sind auch die Zombies alle tot. In Anführungsstrichen alle. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine.
Denn es gibt wirklich Zombies, die einfach so auftauchen von den Untergrund, einfach so durch die Erde und einfach so jemanden angreifen. Da ist er auch schon. Da haben wir unseren Fetti und den haben wir eigentlich relativ leicht besiegt bekommen, beziehungsweise man kriegt den auch relativ leicht besiegt, weil wenn man schnell und flink ist, dann springt man oder geht einfach um ihn immer herum und schlägt ihn kaputt, weil er halt so kurze Arme hat, damit er auch wirklich gar nicht trifft. Jetzt nehmen wir einfach mal unseren Schläger, der ein bisschen Feuer hat, und killen damit den Fetti. Man sieht, er macht relativ gar nichts. So, gehen wir nochmal ganz kurz hoch und holen uns noch ein paar Äpfel. Wir haben echt gedacht, da sind noch ein paar Äpfel, weil eigentlich normalerweise liegen da wirklich Äpfel drin. Aber wie gesagt, man kann die nicht aufheben. Dann haben wir uns gedacht, ja, gehen wir einfach mal da unten hin, da liegen auch noch ein paar Äpfel. Da können wir vielleicht unser Leben noch ein bisschen auftanken. Ja, dann haben wir erstmal überlegt, wie machen wir es jetzt am besten? Schießen wir ihn an oder nicht? Da haben wir überlegt, nein, die bräuchten wir noch, deswegen haben wir ihn einfach mal so gekillt. Und genau das meine ich, wärt ihr um die Ecke gegangen, dann hätte er euch so angegriffen. Und man hätte sich da vielleicht erschrocken. Und ja, hier hat man nur einen Apfel bekommen, was ich relativ scheiße fand. Weil mein Leben schon so im Arsch war. Und es dann noch, ja, ihr werdet gleich sehen, was ich meine, was dann noch so Schönes passiert ist hier. Ah, die Fetten, die bringen auf jeden Fall schön viel Geld, das gefällt mir. Ist wunderschön. Da haben wir einfach mal jetzt den Tank mitgenommen, weil es kann ja sein, es kann ja möglich sein, dass jetzt irgendein Zombie kommt, den wir noch nicht kennen. Also haben wir erstmal das Fass mitgenommen und gehen lieber auf Nummer sicher. Ja, und ihr werdet jetzt gleich sehen, was passiert. Ja, bei diesem Gegner habe ich gedacht, scheiße, das ist ein Endboss. Leider war es doch keiner und der war relativ einfach zu besiegen. Und ich habe wirklich gedacht, scheiße, Mann, der ist heftig. Aber man sieht ja jetzt, wie schnell er doch. Ja, der rennt auf jeden Fall ganz schnell. Wir haben erst das Fass nicht getroffen. Und damit haben wir ihn schon erledigt, aber wir haben das scheiß Fass erstmal nicht getroffen. Also ich glaube, hätten wir das Fass noch nicht gehabt, dann wäre der auch, denke ich mal, nicht so schnell da umgegangen. Ja, ich habe eigentlich jetzt gedacht, dass davon jetzt noch mehr von den Viechern kommen. Ist aber nur eins gekommen. So, da haben wir gedacht, da ist noch einer. Ja, jetzt haben wir wirklich gedacht, dass jetzt das Kolosseum kommt, wo der Endboss ist. War aber leider nicht so. Und ja, da fing auch schon die Mission an. Was wir jetzt suchen müssen, ist natürlich klar, die Waffenkisten. Und die waren halt relativ einfach zu finden, beziehungsweise der Weg dahin war aber auch etwas schwer, die Kisten einzusammeln. Weil da wirklich sehr, sehr viele Gegner waren. Ah, Dschungel ist schon an sich was Feines, beziehungsweise ist halt relativ cool gewesen, weil es ein neues Areal ist und es ist halt nur was Neues in diesem Spiel. Leider jedoch etwas zu heftig und sehr viel. Also sehr viel los. Damit hätten wir den ersten von den Afrens. Ja, und damit haben wir auch unseren Stock verloren, aber den haben wir dann nochmal aufgehoben, weil den wollten wir unbedingt mal wieder haben. Da, ey, jetzt sehe ich gerade, dass wir die Schockpistole weggeworfen haben. Das ist ja nicht schön. Wir haben wirklich die Schockpistole weggenommen. Oh. Ja, hier war dann eine wilde Schießerei. Damit wir die Kisten kriegen. Ich hätte die Kisten, nee, hätten wir nicht, die hätten wir erst alle umlegen müssen, damit wir die Kisten dann sozusagen dahin bringen konnten. Aber es war kein Thema, war ja relativ einfach, die ganzen Dinge auszuschalten. Aber dann wurde es wirklich heftig, weil wir anscheinend zu weit gelaufen sind. Und ja, da werdet ihr gleich sehen, was da alles rauskommt aus dem Wasser. Ja,
Naja, auf jeden Fall ist es eine schöne Abwechslung, hier mal mit Waffen zu spielen, weil es halt mal was anderes und nicht nur mal diese langweiligen Zombies als Gegner und alles. Deshalb ist es sehr abwechslungsreich. Hier haben wir eine abgesägte Schrotflinte gefunden. Ey, da war ich happy. Aber die haben wir bis jetzt immer noch nicht einmal benutzt, weil die, glaube ich, denke ich mal, zu wertvoll ist. Die werden wir auch erstmal nicht benutzen. Die wollten wir erst benutzen, aber dann nicht, weil davon haben wir relativ wenig Munition. Und da habe ich erstmal gedacht, nee, lassen wir erstmal liegen, fertig ist. So, jetzt skimmen wir erstmal. Nee, das ging gar nicht. Wir gehen jetzt ins Avatar und wechseln mal kurz die aus. Weil ich glaube, wir haben was weggeworfen. Oder? Nein. Doch, irgendwas haben wir weggeworfen. Irgendwas haben wir, glaube ich, weggeworfen. Ja, genau. Ich glaube, diesen... Ja, das haben wir weggeworfen, damit wir... Ich glaube, nee, jetzt haben wir gedacht, wir haben die weggeworfen, aber wir haben die nur abgelegt. Ja, da ist unsere Pistole. Ein Medikit glitzelt da. Ja, genommen wir direkt mal mit. Ja, und jetzt haben wir hier noch mehr Probleme. Oh, fucking dead! So, jetzt haben wir echt, jetzt haben wir endlich gecheckt, dass wir es wegwerfen müssen und nicht ablegen müssen. Und ja. Dann werden wir es mal schnell ablegen. Was werfen wir denn überhaupt weg? So, diesen komischen Schlaghammer da, ja, der war ja unnötig. Damit konnten wir dann direkt mal weitergehen. Die Kiste haben wir noch liegen gelassen. Ja, und gleich wird was Lustiges passieren. Die Waffe macht auf jeden Fall einen guten kritischen Schaden. Das ist natürlich gut. Bum, bum, bum. Ja, wie man auch nicht trifft hier. Ja, jetzt kam nämlich der Fehler. Kommt richtig Raum und dann ist was bei dir passiert. Ja, und da habe ich mir schon eingekackt. Weil jetzt da noch einer ist, da ist da noch einer und überall waren halt welche. Und wir hatten relativ wenig Chance, gerade gegen die. Wir wollten ja auch keine Munition verschwenden. Doch, wollten wir. Haben wir doch gemacht. Need to find some ammo, fast! Oh mein Gott, mein Arm ist kaputt. Jetzt haben wir wirklich mit der Waffe geschossen. Was relativ sinnlos war. Ja, der war krank, ey, der hat einen geschlagen, Alter. Da konnte man gar nichts machen. Konnte überhaupt nichts machen und war direkt tot. Da hab ich mir richtig aufgeregt, ey. Da hab ich mir richtig aufgeregt. Hast du Glück, hört ihr diese Szene jetzt nicht, aber ich bin da total, ey. Das war krank. Sag Kotzi, jetzt kommt er schon wieder angelaufen. Als ob ich hier die Zielscheibe wäre. Ja, Platsch, Kopfschuss. Alter. Wo es nicht mein Schuss war, aber egal. Boah, Hulk. Also die ekligsten Zombies, beziehungsweise die schwierigsten, sind ja auf jeden Fall die Schläger. Dann noch die Kotzis, nicht die Kotzis, diese, doch die nenne ich Kotzis. Diese komischen explodierenden Viechern, die sind auf jeden Fall heftig. Ansonsten die ganzen anderen Zombies sind halt alle nur so pussyhaft. Den Fetten, der ist schlecht. Denn, was haben wir hier noch? Sonst haben wir noch die ganz normalen Zombies, die sind eigentlich auch voll schlecht. Bloß die Rugby-Spieler-Zombies, die sind halt auch relativ stark. Also die haben eine gute Rüstung an und tanken auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, Munition haben wir voll. So, jetzt haben wir hier Fleischköder. Er steht einfach nochmal auf, das ist aber kein Ding. Hier haben wir nochmal Munition aufgetankt. So, dann holen wir uns jetzt die Kiste und werden die dann direkt mal ins Auto reinstapeln. Aber hier werdet ihr jetzt gleich sehen, wie oft ein hässiger Zombie kommt. Der ist total krank gewesen. Der kommt 30 Mal. Also, erstmal, wenn er kommt, dann kommt er gleich nochmal. So, als ob das noch nicht genug war, kommt er gleich nochmal. Und als ob das noch nicht genug war, stirbt er nicht mal. Und ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch einer kommt. Ne, diesmal war genug, dann kommt nicht noch einer.
Ja, die Markierung war total schlecht gerade. Weil ich konnte da nirgendwo lang und die war halt relativ sinnlos. Ja, normalerweise folge ich ja immer die Markierung, das werdet ihr jetzt auch gleich sehen. Das, hier konnte man zum Beispiel gar nicht lang. Und somit konnten wir dann auch sozusagen abstellen und wieder mal mit einem Auto fahren. So, und zwei Kisten hat er gesagt, brauchen wir, also nehmen wir auch nur zwei mit. Und damit geht's auch jetzt direkt los mit's Fahren. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Part.